Hallihallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil, ja, ich glaube, von Enslaved Odyssey to the West. Wenn es nicht stimmt, steht es im Titel. Mein Name ist Sigurd26. Ich habe nochmal so weit gespielt, dass wir weiterfahren können. Die gute Trip ist nicht mehr durch den Boden gefallen. Was bin ich froh? Was bin ich froh? Gut, ich muss anscheinend nichts mehr tun. Pass auf, während ich das Schloss knacke. Zum Ausschalten, ja. Ah, ich muss aufpassen. Oh Mist! Geh an das Licht, ich hab den Alarm ausgelöst! Da haben ein bisschen viele Stimmen gesprochen, aber... wenigstens weiß ich jetzt, was so Leistung fressen. Das ist X-Split. Ist aber okay. Ist für mich am einfachsten zum Aufnehmen. Halt sie auf, bis ich das hier offen habe! Ich brauch nur noch ein paar... Stirb! Hopp! Oh, da oben. Da kommt auch mal einer. Für das, dass X-Bit eigentlich so viel Leistung braucht, läuft es halt ziemlich flüssig. Und das ist ja eigentlich das erste moderne Spiel, was ich jetzt mal so bezeichne, was ich so aufnehme. Und von daher bin ich extrem zufrieden. Da kommen noch welche. Auch mal einer. Schon, komm schon, ich hab's fast. Ach, beeil dich. Ja, ich habe ja alles im Griff. Treffen mich ja kaum. So. Noch einer. Ha, ich hab's. Ich hab's. Los. Weißt du was? Ich hol mir diese Klunkerchen jetzt erstmal. Die kommen wenigstens schon von weit her. Ich kann mir das Gesundheits-Upgrade kaufen, oder? Gesundheitsregeneration. Also es wären nur 60.000 gewesen. Langsame Regeneration, aber das ist voll in Ordnung. So, wir sind hier. Was wir auch immer hier machen. Von dieser Regeneration sehe ich gerade nicht viel. Leider. Leider. Oh, wieder eine solche Maske. Ich kann nämlich ja direkt mal abschalten. Das ist nämlich ein Koetzekatski. Wieder so Halluzinationen von einer Familie dieses Mal. Was... möchten uns diese Halluzinationen sagen? Ein Kinderbett. Ich werde hier sterben, oder? Genau wie alle anderen. Das werde ich nicht zulassen. Gut. Wenn du meinst. Die beiden mögen sich irgendwie, habe ich das Gefühl. Die mögen sich. Hier ist eine schöne Wohnung eigentlich. Hier könnte man sich niederlassen. Aber ich glaube, die möchten wirklich in das Dorf zurück. Der Metallturm. Wir sind fast da. Der Metallturm, ja. Der ist nahe. Das sieht irgendwie nach Boss-Area oder Mech-Area. Monkey, guck nicht immer so böse. Ich glaube, da kannst du auch nichts für, aber... wir müssen dann mal wieder ein bisschen Upgrades einkaufen. Mal gucken, welche Art von Upgrades. Wir können uns auf jeden Fall schon eine ganze schöne Sache kaufen. Ah, hier kann ich es wechseln. Genau, Stun, und da kann ich sie... Belähmen ist falsch. Oh Mist. Jetzt habe ich ein bisschen. Ah, oh Mist, der ruft Verstärkung. Den muss ich schnell erledigen. Den habe ich. Gut. Zack. Boah, schön gegen den Boden. Endlich mal wieder so eine Cutscene.
Wie ist der Rundumschlag schon wieder? Das ist der Push. Oh, schon wieder so einer. Aber ich glaube, den kann ich stunnen jetzt. Was war das jetzt für eine Stimme? Ist dann in ihm zuerst. Schießen dann auf die Birne. Wohin muss ich dieses Mal? Ah, hier hin. Also ich weiß es nicht. Hi, rennen wir gegen die Wand. Ja, jetzt kann er ihn direkt auseinandernehmen. Er nimmt ihn einfach mal auseinander. Das war jetzt übrigens kein Slowdown von der Aufnahme her, sondern wirklich hier auch im Spiel. Nein, da hat's eine Ampulle. Wo bist du jetzt, Trip? Ich glaube, von hier aus kommen wir wieder raus auf die Straße. Das ist schön. Gehen wir zurück auf die Straße. Ah, ich muss dich hochwerfen. Alles klar. Hier und... Ups. Komm schon, Monkey. Gehen wir. Hey, wieso wird das Bild jetzt dunkel? Ah, es muss laden. Aber dort hinten hätte es noch schöne Dinge gehabt. Höllentheater. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten auf den Kran gemusst. Naja. Dich irgendwie anders rüberbringen. Warte hier. Hä? Du willst mich hier allein lassen? Woher weiß ich, dass du wiederkommst? Wenn du stirbst, sterb ich, hä? Ja. Also? Also komme ich wieder. Ja, wenn er stirbt, stirbt sie auch. Und daher muss er wiederkommen. Da hat er keine Wahl, der Gute. So, mehr. Mehr Orbs. Mehr. Damit wir schön leveln können. Ah, jetzt ruckelt es gerade ziemlich arg. Doch. Ist richtig. Der Kran kommt noch. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Nur keine Bange. Lass mich einfach klettern, ja? Ja, lass ihn klettern. So. Der kleine Kletteraffe da. Oh, Mac. Hab ich dich. Gut. Ist weg. Oh, oh. Denen du ausweichen solltest, okay. Dann schieße ich zurück. An die Stange hier. Ups. Die Orbs der Max kommen mega weit, finde ich. Und da. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass die gegen Stun-Schüsse immun sind. Ich glaube, das war irgendwie logisch. Wir nehmen hier die paar Orbs mit. Wir sammeln mal zuerst wieder welche, bevor wir irgendwas ausgeben. Gehen wir zuerst hier hoch. Hier hat es auch wieder ein paar Orbs. Gut, 36.000 haben wir schon wieder. Es könnte fast reichen für etwas. Wo muss ich durch? Von hier komme ich doch, oder? Ah, hier hoch. So, da. Ah nein, hier auch nicht. Hier gibt's überall Orbs. Weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Überall.
Hier nicht. Wir gehen weiter nach rechts hier. Ah, hier. Nach unten. So. Nein. Alter. Hier geht's nicht lang. Muss ich hoch? Wo geht's lang? Doch, ah, hier rechts und dann hoch vielleicht. Ich weiß nicht, ne? Das ist etwas verwirrend, weil du siehst die Spots einfach fast nicht. Ja, ich muss ich auch hin. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es kann sein, dass ich gar nicht hier hin muss. Weil man kann immer wieder zurück. Es kann sein, dass ich jetzt hier rein weiter muss. Irgendwo. Ah, hier. Hier draußen. Ja, man muss sich ein bisschen genauer umgucken. und jetzt... Ah, hier rüber. Das habe ich... Habe ich nicht ausmachen können. Und hier kann er sich ja hoch wieder. Das ist jetzt so eine schöne Passage, wo man eigentlich die tolle Stadt sieht. Oh, yay. Oh, das fällt runter. Schnell. Hoch, hoch, hoch. Oh, Glück gehabt, Monkey. Da muss er auch. Oh, 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 oh. Ui. Ja, jetzt kann mich Trip aber nicht retten. Nicht mal der EMP-Schuss kann mich da irgendwie retten. Die haben alle ein Schild. Wir müssen also sprinten. Hier rüber. Hier. Wir sind hier gut geschützt. Hier können wir hinten nach hinten. Jetzt weiß ich wieder nicht wohin. Ich habe hier nach hinten wieder. Und hier hoch, glaube ich. Oh, oder auch nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Oder ob ich irgendwo hochklettern muss oder so. Da hinten. Wir warten schnell. Hoch da. Alter. Der Dauerbeschuss. Stunschüsse. Kurzzeitig. Ah. Deckung. Nein! Das war jetzt etwas fies. Oh ne, jetzt muss ich von hier anfangen. Ernsthaft? Na toll. Na toll, ja, wirklich. Na toll. Wir stimmen mal in der Runde. Sollte schon irgendwie. Hinklappen, hingehen. Hier rüber. Hier hoch. Hier warten wir schnell, bis alles wieder verheilt ist. Bis die Schilder hochgefahren sind und hoch. Alter, hoch. Ich musste fast gestorben, Alter. Das Schild ist regeneriert. Das Leben lohnt sich irgendwie nicht. Muss ich nachher unbedingt upgraden. So, weil ich habe jetzt keine Geduld mehr. Gut. Deckung. Energie.
Wir nehmen diese hier dafür mit. Hi. Zack. So ist auch du. Sehr schön. Energie brauche ich immer. Oh, meine Nase kitzelt. Oh, bitte nicht. Oh, schon wieder so eine Mini. Das war Nisa. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich glaube, wenn du solche Halluzinationen hast, ich glaube, dann kommst du auf die Krise. Monkey, was ist denn passiert? Nur schon wieder so eine Störung im Stirnband. Wo sind wir denn hier eigentlich? Irgendwie habe ich es momentan nicht mit der Zeit im Griff, weil ich habe keinen Plan, wann ich angefangen habe. Das ist gut. Machen ist noch ein kleines Stückchen. Weil ich möchte meine Parts 15 bis 20 Minuten haben. Und nicht länger, nicht mehr. Ja, darum habe ich eigentlich auch den zweiten Teil in zwei Teile gemacht, weil der 38 okay, Minuten war. Okay, ich bin jetzt oben auf dem Gebäude und fast am Metallturm. Oh, den habe ich erst jetzt gesehen. Oh, nein, Mac. Keine Verstärkung, bitte nicht. Keine Verstärkung, weil das könnte böse sein. Oh nö, wir sind tot. Oder vielleicht auch nicht. Ah doch, wir sind tot. Ah, ja, ich bin tot. Es war klar. Es waren ein paar Mechs zu viel. Ein paar wenige zumindest. Okay, ich bin jetzt oben auf dem Gebäude und fast am Metall. So, keine Mech-Verstärkung dafür. Das ist schon viel wert. Wow, yeah, ich kann die Mechs rumkicken. Ich darf jetzt auf den Metallturm. Cool. Megasprung schon auf den der Helfer, wollte ich gerade sagen. Ach du Scheiße. Der Turm fällt auseinander. Das war irgendwie eine dumme Idee, Monkey. Ja, dieser Teil hält zwar noch. Doch für wie lange? Ich glaube, ich kann mit diesem Metall eine Brücke bauen. Das könntest du durchaus, Monkey. Das könntest du durchaus. Hier hat's was. Und zack. Tolle Brücke. Moderne Brücke, moderne Architektur, nennt man das. Hey, Trip, hörst du mich? Monkey, Hilfe! Was ist los? Es ist aus dem Nichts gekommen. Ich habe mich bloß umgesehen und... Wow. Reg dich ab und erzähl mir genau, was passiert. Schön gut, ich sehe schon. Oh, oh, es sieht nach... Der ist zu stark. Bleib ganz ruhig. Beweg dich nicht. Hilfe! Okay, ich komm dich holen. Hey!
Hey Trip, benutzt das Zeug, das ich runtergeworfen habe, um rüberzukommen. Das Alter, bleibt nicht lange unten. Nicht schlecht. Okay. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Xmodi6. Ciao zusammen.